Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Nicht-Mario-Video, Leute. Heute haben wir mal Donkey Kong auf dem Zettel. Den großen, fetten Affen, der jetzt ja auf die Switch gekommen ist mit Donkey Kong Tropical Freeze. Und ich habe mir gedacht, für alle, die noch mehr Bock auf Donkey Kong haben, mache ich mal meine Top 5 Donkey Kong Games, die mir am besten gefallen haben. Und Leute, Donkey Kong darf man als Spielreihe nicht unterschätzen. Es ist einfach sowas von genial. Es macht richtig Spaß. Ich würde sagen, ich laber nicht länger. Ich fange an mit Platz 5. Ach so, falls du noch kein Abonnent sein solltest, würde ich mich natürlich freuen über ein kleines, saftiges Abo. Danke. Auf Platz 5 haben wir Donkey Kong Country 2 aus dem Jahre 1995 für die SNES erschienen. Und das Spiel trägt den Beinamen Diddy Kongs Quest. Und das liegt daran, dass Donkey Kong von Captain King K. Rool entführt wurde. Und nun muss dein bester Freund Diddy Kong mit der netten Affendame Dixie Kong ihn aus den Fängen von King K. Rool befreien. Und damit beginnt das Abenteuer von Diddy Kong und Dixie Kong, wie sie sich unzähligen Gremlings in den Weg stellen. Und Leute, das Spiel ist voll mit affengeilen Leveln. Und dazu ist es noch richtig knackig schwer. Dixies Fähigkeit mit diesen komischen Gleiten ist auch richtig nice. Die Begleiter sind wieder am Start. Die Level sind richtig geil. Was ich gefühlt schon zehnmal jetzt erwähnt habe. Musikalisch ein Meisterwerk, muss man dazu auch nochmal sagen. Einfach ein Muss, wenn ihr ein Donkey Kong Fan seid. Das nächste Spiel ist Donkey Kong 64, was für viele ja das beste Donkey Kong Spiel aller Zeiten ist. Ich wünsche mir auch wieder ein Donkey Kong so in diesem Stil. In wirklichen 3D Jump'n'Run Plattformer. Sowas wünsche ich mir eigentlich. Ob wir das nochmal kriegen, ist halt die Frage. Das Spiel kam 1999 raus und Rare hat, glaube ich, probiert, so ein bisschen den Mario 64 Hype-Erfolg mitzunehmen mit Donkey Kong 64, was ja auch mit diesem Polygon in Klammern Open World mäßigen Design war. Und es soll als Donkey Kong Country Nachfolger gesehen werden. Und das war ein Spiel, was wirklich voll gefüllt war mit sammelbaren Objekten. Also wirklich, wirklich viele. Die Level waren lustig, die Charaktere, zu denen man wechseln konnte, waren geil. Und Leute, der Donkey Kong 64 Rap ist ja wohl ein Meme schlechthin. Leute, der ist cool, den solltet ihr kennen. Auf Platz 3 haben wir Donkey Kong Country Returns. Ihr merkt schon, Donkey Kong Country ist genau mein Ding, Leute. Und ja, das sind wirklich meiner Meinung nach auch die besten Donkey Kong-Spiele. Auch wenn ich die Donkey Kong Land-Teile auch immer ganz cool fand, aber die stammen ja ursprünglich von den Country-Teilen ab. Deswegen ist Donkey Kong Country das Urspiel schlechthin und Returns ist einfach das komplette Remaster, kann man schon fast sagen, von dem ursprünglichen Donkey Kong Country von 1994, was damals von Rare entwickelt wurde. Donkey Kong Country Returns wurde von Retro Studios entwickelt für die Wii. 2010 kam es raus und 3 Jahre später kam das Ganze nochmal für ein 3DS ein bisschen runtergeschraubt. Alles raus, was wirklich musikalisch, grafisch, Level-Design-technisch top-notch war, Leute. Also wirklich extrem ein gutes Spiel. Ihr seht es ja hier eingeblendet, wie geil das aussieht. Es macht wirklich so einen Spaß. Ich kann das euch nur empfehlen. Und das Spiel ist die perfekte Überleitung für meinen Platz 2. Und auf Platz 2 haben wir das originale Donkey Kong Country von Rareware entwickelt. 1994 am 24. November kam das Ganze raus auf der SNES, was einfach nur extrem Spaß gemacht hat und das Jump and Run zu dieser Zeit auf jeden Fall neu definiert hat. Mit einfach kreativen Einlagen, versteckten Räumen, Begleitern, tierische Begleiter, mit denen du wieder in der Map neu vorankommst, mit Fässern, die du hochnehmen kannst, mit verschiedenen Feinden. Und die Lore-Level waren einfach extrem lustig und extrem spannend und auch extrem herausfordernd, vor allen Dingen. Nicht einfach so ein leichtes Spiel, das war richtig schwer, teilweise. Das Ganze kam damals nochmal für den Game Boy Advance raus, da habe ich es dann als kleines Kind auch das erste Mal gespielt auf dem Game Boy Advance und ich habe es einfach nur extrem durchgesuchtet. Auch den zweiten Teil habe ich auf dem Game Boy Advance gezockt und wirklich Hut ab für dieses Spiel zu dieser Zeit. Man kann es heutzutage noch bedenkenlos zocken und hat wirklich enorm Spaß. Auf Platz 1 haben wir, glaube ich, den Titel, der gerade auch in aller Munde ist, und zwar Tropical Freeze, und zwar für die Nintendo Switch, muss man wirklich sagen, die Version ist nochmal aufgebessert, sieht besser aus, gameplay-technischer nochmal richtig überarbeitet, auch wenn es sich meiner Meinung nach trotzdem noch fast genauso anfühlt wie das für die Wii U, aber Donkey Kong Tropical Freeze, wenn ihr jetzt eine Version zocken wollt, dann zockt die für die Nintendo Switch. Es ist das beste Donkey Kong Spiel meiner Meinung nach mit so vielen kreativen Ideen. Das Spiel ist vollgestopft von oben bis unten mit kreativen Ideen, mit versteckten kleinen Räumen, die man wirklich erst bei 3-4 Mal Spielen von einem Level wirklich alles von dem Level gefunden hat. Die Bosskämpfe sind einfach legendär, die machen richtig Spaß. Nicht nur so ein 0815 Boss, den du 3 Mal auf den Kopf springen musst und dann ist vorbei. Nein, auch richtig kreative Ideen mit verschiedenen Angriffsmustern, die du auch 10 Mal treffen musst, die verschiedenen Bosse. Es ist richtig gut gemacht. Dazu noch die Power-Ups von den anderen Kongs, von Cranky, Dixie und Diddy. Einfach legendär. Auch der Funky Kong-Modus ist ziemlich spaßig, auch wenn er ein bisschen leicht ist. Trotzdem kann ich euch das Spiel nur herzens empfehlen. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt für alle, die sich jetzt noch holen wollen für den Nintendo Switch. Es lohnt sich wirklich. Schreibt mir eure Top 5 Donkey Kong Spiele mal bitte in die Kommentare. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.